Pflegekräfte exposen Livestreams am... Was? Bruder! Imagine einfach, deine Oma ist kurz davor abzu... Naja, weißt du, wie ich meine? Und du machst einfach einen Livestream, Digga. Danke für die Rose, danke für die Rose. Wieder Zeit für ein Exposed-Video und da eure Unterstützung in den letzten Monaten bei diesem Format wirklich wild war, habt ihr heute nochmal die Chance auf einen 50 € Amazon-Gutschein. Ja, nice. Bei einer 10%igen Like-Rate gibt es beim nächsten Video gleich die sind wirklich kaputt. Die haben einfach einen extremen Wackelkontakt. Nein, Bro. Obendrauf. Also sperrt die Äuglein auf, der Code ist irgendwo im Video versteckt und damit Abfahrt. Here we go again. Es sind nicht alle nur Scheintote, die hier liegen. Was wird das live mitgenommen? Ich gehe doch nicht mit dem Handy in die Zimmer rein. Leute, arbeitet ihr? Nee, wir tun nur so. Was man eben nicht in der Ausbildung lernt, ist halt Empathie. Die muss man haben. Das wäre doch was für den Kevin. Ja, es könnte noch viel mehr Pflegekräfte wir uns geben. Man muss halt nur ein bisschen menschlich und empathisch sein. Na, der hält uns schon ein bisschen fit. Die Institution würde ich verpetzen. Oh my God! Was geht's hier? Ja, meine Freunde, da sind wir wieder zu einem neuen Exposed-Video auf meinem Kanal, was heute aber mal ganz, ganz bitter nötig ist. Und no joke, nachdem... Oh mein Gott, ich hab dem einfach im Schrank. Bruder, was geht jetzt ab? Guck mal. Ah, nee, schade. Ich hab meine Pinsel leider schon weggeschmissen. Ich brauch sie nicht mehr. Aber ich dachte, Digga, ich hatte ihn einfach im Schrank. Schade, dann halt nicht. Jetzt einige Wochen keine Pflegekräfte mehr exposed habe, hat sich meine Festplatte aber mal sowas von gefüllt. Mit dem Ergebnis, dass allein in der vergangenen Woche mindestens 5 Pflegekräfte live auf der Arbeit gestreamt haben und dabei nicht nur den Datenschutz, sondern auch mal wieder die komplette Menschenwürde missachtet haben. Ja, und einen speziellen Livestream von diesen 2 Livestreamern hier muss ich euch heute einmal präsentieren, denn das, was da passiert ist, ja, geht wirklich auf keine Kuhhaut mehr. Live am Sterbebett oder doch nur Aufklärungsarbeit? Das. Wisst ihr, was ich halt bei ihm auch immer so crazy finde? Ne? Holy Squad, das ist heftig, Alter. Das ist ein heftiges Bild. Das ist cool. Wisst ihr, was ich halt bei ihm einfach so crazy finde? Dass er halt exposed die Leute, dass sie halt gegen Datenschutzrichtlinien verstoßen. Ne? Also da gibt es auch einfach so Pflegekräfte, die einfach die Patientendaten leaken und sowas. Also sie machen echt kranken Scheiß. Und er exposed die Leute und cooles Standbild, by the way. Und die kommen dann und sagen, das ist urheberrechtsgeschütztes Material, was du da von uns benutzt. Das geht gar nicht. Bruder, ihr macht offensichtlich Bullshit, Digga. Und dann kommt ihr mit dem Argument, das ist urheberrechtsgeschütztes Material. Hey, Mann, du sitzt schon so tief in der Kacke, Digga. Sei doch einfach ruhig. Weißt du, wie ich meine? Sei doch einfach ruhig. Wollen wir uns heute mal genauer ansehen, denn es wird... Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video. Und kein Scheiß, durch die ganzen Pflegestreams bekomme ich so langsam wirklich Stresspickel. Ja, und daher bin ich schon ziemlich dankbar, dass ich die Produkte von Formalskin benutzen kann, die dem entgegenwirken. Ja, ich weiß auch nicht, meine Haut, die neigt irgendwie zu Unreinheiten und das, obwohl ich nächste Woche schon... Okay. Nein, was haben wir in den vergangenen Wochen und Monaten in meinen Exposed-Videos alles sehen müssen? Livestreams aus unterschiedlichen Psychiatrien, wo Patienten für diese Streams instrumentalisiert und verkauft wurden. Ich bin täglich live abends. Und da passieren Sachen mit der Frau und die könnte eigentlich normalerweise das alles miterleben oder hören. Wir mussten mit ansehen, wie Patienten speziell für diese TikTok-Livestreams falsch oder schlecht behandelt worden sind. Hab 2 Einlage rein damit. Ich meine Ruhe. Und wie ihr sicherlich alle wisst, gab es auch mal Kinder in den Livestreams, was zu einer gefährlichen Situation führte. Komm mal klar und aber kein Sch. Ne? Warte mal, war das jetzt rechter Arm? Und wenn meine Exposed-Videos eins gezeigt haben, dann ist es die Tatsache, dass die Streams immer ekelhafter, verlogener und unmoralischer werden. Und wenn jetzt einige von euch wieder schreiben, Kevin, übertreib bitte nicht, es sind nur Livestreams, wartet einfach den kommenden Fall ab. Und da draußen gibt es halt immer mehr Livestreamer. Ja, ich finde trotzdem Livestreams, ich finde nicht, dass man als Pflegekraft Livestreamen sollte. Patientenwürde, die Privatsphäre und Moral und Ethik einfach gar nicht beachten und denen das komplett egal ist. Auch das wisst ihr inzwischen. Doch was ist, wenn ich euch jetzt erzähle, dass da draußen auch Streams aus Hospizen gibt, wo die Streamer in den emotionalsten Momenten der Menschen, also im Sterbeprozess, ja, einfach perfide weiterstreamen. Aufpassen, wegen Name sagen, hat man vorhin gehört von dir oder deiner Kollegin. Oh, okay.
unfassbar, wie ich finde, aber genau so in einem Hospiz in Frankfurt passiert. Also vorneweg, dieses Video wird höchstwahrscheinlich erst einmal die Einleitung. Ich habe so viel Videomaterial, besonders von diesem Stream, dass ich es nicht in einem Video unterbekomme. Und noch ein kurzer Hinweis. Einleitung gibt 4 Minuten. Es wird heute wieder schockierend, traurig und menschenverachtend. Dabei haben wir insgesamt über 12 Stunden Videomaterial in gerade einmal 3 Nächten dieser Pflegekraft ausgewertet, mit einem moralisch sehr... 12 Stunden in 3 Nächten, Bruder. Die haben Toten rausgestreamt, ehrlich. Haben richtig übertrieben. Fragwürdigem Ergebnis. Es wurden Diagnosen genannt, Patientengespräche geführt und das in einer Einrichtung, wo die Betroffenen höchstwahrscheinlich... Ach was, Bro, ergo, okay, tut so, Digga, als würde ich so, keine Ahnung, dich richtig anscheißen, so wenn du so irgendwas nicht rausschneidest oder sowas. ...nicht mehr klagen könnten, ja, weil sie tot sind oder im Sterben liegen. Kevin ist ein YouTuber, der Pflegekräfte, die live gehen, bei der Firma anschwärzen. Echt? Ja, den gibt's. Aber der kann uns ja nichts. Die durchschnittliche Verweildauer in Hospizen beträgt in Deutschland übrigens 2 bis 4 Wochen. Das klingt jetzt perfide, ist für die Streamerinnen und Streamer aber ein kleiner Vorteil, weil man kann sich dann entweder nicht mehr beschweren oder die Angehörigen oder die Sterbenden haben einfach keine Kraft, noch irgendwas zu machen. Aber Hospiz, ach so, okay, Hospiz ist so, wenn man halt kurz davor ist, die andere Seite der Erde zu sehen. Das ist wirklich abscheulich. So, also genug Triggerwarnung an der Stelle. Verstehe. Wir schauen uns jetzt mal den Stream an. Vor ein paar Tagen bzw. Nächten streamten diese beiden Pflegekräfte hier live aus einem Hospiz in Frankfurt. In welchem Hospiz arbeitet? In einem von dem in Frankfurt. Per se moralisch auf jeden Fall sehr, sehr fragwürdig, aus so einer Einrichtung live zu streamen. Vollkommen egal, ob man sich gut um die Bewohner, Gäste, Patienten, wie auch immer man sie nennt, kümmert oder den Datenschutz einhält. Es ist jetzt nicht so das passende Setting für einen TikTok-Livestream. Ja, und auch wenn die Streamerinnen zu Beginn des Streams immer auch so Aussagen tätigten. Vielleicht kann man tatsächlich hier noch was lernen, obwohl ich sowas nicht unbedingt gut heiße. Was genau heißt du denn nicht gut? Dass man in seiner Dienstzeit live geht, ja, safe. Kann ich dir gleich sagen, ist mit der Geschäftsführung und den Pflegedienstleitungen abgesprochen. Kann ich euch sagen, ist so nicht passiert. Naja, beziehungsweise... Crazy, die lügen einfach. Die lügen einfach. Halb. Es stellte sich nämlich relativ schnell raus, dass eine... Er hat viel Macht hier, ich darf nicht schreiben. Ja, okay, Bro. Okay. Okay, Bro. Ey, Bruder, Mann, das macht mich gerade ein bisschen traurig. Er tut so, als wäre ich so voll der Assi und so und schreien ihn so an, so wenn du nicht so richtig irgendwie so, wenn du was nicht rausgekattet hast oder sowas. Yo. Stellvertretende Pflegedienstleitung ist. Und wenn man sich die Streams dann selbst erlaubt, ist es natürlich einfach zu sagen, dass das von der Chefetage abgesegnet ist. Was sagt euer Chef zu TikTok im Dienst? Judith, die unterstützt das sogar, weil wir hier ganz viel aufklären über Hospiz- und Palliativarbeit. Die Geschäftsführung wie die Pflegedienstleitung, Hospizleitung und die stellvertretende Pflegedienstleitung, die bin ich übrigens. Wir gehen da alle einen Weg. Wir wollen einfach, dass mehr aufgeklärt wird und mehr Ängste abgebaut werden. Ja, weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Auf einen schlechten Ruf hat. Mehrfach im Stream darauf angesprochen, dass es mich und meine Exposed-Formate gibt, antworteten die Streamerinnen spannenderweise so. Hey, was denkst du über die Pflege-Exposed-Serie von dem Kevin-YouTuber? Ich kenne die noch gar nicht. Ich habe mir die noch gar nicht angeguckt. Kevin ist voll bekannt. Ja, der Name sagt mir ja schon was, Elena, aber ich habe mir seine Sachen bei YouTube noch nicht angeguckt. Also nochmal, nein, wir kriegen keinen Ärger, weil alle damit einverstanden sind und unserer Geschäftsführung das auch sehr wichtig ist, dass wir das hier machen. Ja, weiß ich jetzt nicht, werden wir uns im Verlauf auch nochmal angucken. Denn nur weil du Pflegedienstleitung bzw. stellvertretende Pflegedienstleitung bist, kannst du dich selbstverständlich nicht über geltende Gesetze hinwegsetzen. Das sollte logisch sein. Aber hey, ich will gar nicht so negativ einsteigen, denn immerhin halten sich die Streamerinnen an moralische Grundsätze, wie sie selbst sagen. Bei uns kann er nichts machen. Wir reden nicht über Firmeninternas, wir reden nicht über namentlich über Gäste. Oh. Abwarten. Habt ihr gesehen? Abwarten, in Anführungszeichen. Dass ihr keine Internas preisgeben und lediglich Aufklärungsarbeit leisten wollt. Auf TikTok. Finde ich auch komisch, ne? Ich finde, also ich sag euch ehrlich, ich habe ja schon ein, zwei Videos von ihm gesehen und da war es ja schon so, dass die einfach, also das waren auch Streams aus so Anstalten, Digga, wo die Leute einfach angefangen haben rumzuschreien und die Streamer, beziehungsweise dann die Pflegekraft dann zurückgeschrien hat, mitten im Stream. Und das dann halt live zu machen, weißt du, da ergötzen sich einfach Leute an den Menschen, denen es halt schlecht geht, ja, und die benutzen das dann für Content. Wow, okay, übertreib, Digga, hol Toten raus. Nacht, in einem Livestream.
Naja, das Setting alleine ist auf jeden Fall schon mal fragwürdig. Und diese Aussagen, liebe Freunde, das kann ich euch schon mal vorne wegnehmen. Ich meine, ihr wisst es sowieso, werden altern wie richtig, richtig alte Milch. Aber jetzt mal ernsthaft, was ist der Sinn dieser Livestreams? Das erklärt uns die Streamerin Gott sei Dank selbst. Unsere Geschäftsführung, dass auch sehr wichtig ist, dass wir das hier machen. Und aufklären und beraten und einfach mehr über die Hospizarbeit berichten. Ja. Deswegen ist das alles gut. Sonst ist bald keiner mehr da, der hier arbeitet. Okay, aber was würden diese Streamerinnen denn machen, wenn andere Patientendaten doxen? Sag doch mal! Ich kann aber verstehen, dass dieser sogenannte Kevin, das finde ich aber auch gut, dass es dann auch macht, wenn es wirklich darum geht, den Arbeitgeber zu schädigen. Dann, klar, muss er das, würde ich auch machen, also, ne? Anzeigen, ganz klar. Das ist for real eine gute Idee, denn das, was gleich passiert, hat mich wirklich sprachlos gemacht. Es wurde nämlich beispielsweise ein Patientengespräch aufgezeichnet. Live auf TikTok, hier mit Kollegin, bitteschön. Ah, guck mal, wer da kommt. Hey. Hi. Na, du? Ich freue mich euch. Nein. Ich auch nicht. Was? Natürlich nicht. Was ist los? Ein Moment. Ich wollte was machen zum Essen, aber da kommt sie hin für uns Kleines. Okay. Renate in Action. Renate in Action! Geil! Aber nicht so cool, oder? Wenn man nachts auf TikTok aufgezeichnet wird, wenn man gerade im Sterben liegt und einfach nur noch ein paar letzte Bedürfnisse hat, oder? Und der gleiche... Das finde ich komisch. Sag ich ehrlich, das finde ich komisch. Das finde ich richtig, 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 richtig komisch, Digga. Also vor allem, zumal noch, dass der Typ doch gar nicht weiß, dass ich streame, oder? Der Clip hat mir mein kleines Pflegeherz doch ein bisschen zerrissen. Denn der Bewohner, Gast, Patient, wie auch immer man ihn nennen möchte, selbst hatte den Eindruck, dass er die Streamerin gerade bei dem Livestream stören würde. Und das ist den Streamerinnen sogar selbst aufgefallen. Und dann fragt er, nerv ich euch? Denkt er das? Also er hat gefragt, habe ich ihn gefragt, hast du... Ja, aber ich weiß nicht, ob er weiß, dass die streamen, vielleicht machen die irgendwas im Handy oder sowas, keine Ahnung. Eindruck? Legitime Frage, wie ich finde, wenn ihr eher mit einem Livestream beschäftigt seid, als euch um eure Patienten zu kümmern. Und da liegst du im Sterben und hast noch den Eindruck, dass du irgendwie nervst. Wow. Okay, Freunde, ich will aber nicht päpstlicher sein als der Papst. Ich bin ja hier nicht der Moralgott und kein Ethikbeauftragter. Immerhin hört man ja keine patientenrelevanten Daten oder man kann keine Rückschlüsse zulassen. Man hört ja einfach nichts zum Patienten. Oder? Die Kommunikation ist es. Ja, der Hirndruck steigt. Glioblastom mit DEXA halt. Was hat der Gast und was ist das genau? Ein Hirntumor. Ein 47-Jähriger mit Hirntumor. Nein, der hat nicht geraucht. Im Gegenteil, der war immer Sportler. Der war immer sehr... Der war auch noch Profisportler, Fußballer. Moment mal, Freunde. Wie war das vorhin noch? Bei uns... Ja, okay, das ist crazy. Nein, nichts machen. Wir reden nicht über Firmeninternas. Wir reden nicht über namentlich über Gäste. Und wie gesagt, wenn hier die Hütte brennt, es irgendwo Engpässe gibt oder Angehörige Gespräche haben oder Gäste sprechen wollen, dann sind wir natürlich nicht im Live. Dann wenn Gäste sprechen wollen, dann kommt einer rein, Digga, und die Renate in Action. Jo, okay. Jo. Na gut, das ging ja schnell. Okay, also Stimmen sind zu hören, man verletzt also schon die Vertraulichkeit des Wortes, den Datenschutz missachtet man auch. Gut, Freunde, wie gesagt, ich möchte nicht päpstlicher sein als der Papst. Immerhin sind hier keine Patienten gefährdet worden, okay? Immerhin muss man ja auch mit den kleinen Dingen im Leben zufrieden sein, dachte ich. Nö. Und ich glaube, das muss man ab und zu einfach... Da hat's geklappert. Und... Ja, Schatz. Junge, und ich dachte mir nur so... Was ist denn hier los? Was machst du? Du hier! Habt ihr das mitbekommen? Scheinbar knallt es in einem Nachbarzimmer, worauf die Pflegerinnen so reagiert haben. Na, der hält uns schon ein bisschen fit. Das war jetzt ein Reaktionstest. Ich lasse es mal im Zimmer ordentlich scheppern und dann gucke ich mal, wie schnell die da sind. Weil er durchaus ein bisschen sturzgefährdet ist. Ja. Aber der rangiert einfach in seinem Zimmer rum. Der räumt sein Zimmer um. Mhm. Moment mal, der Patient ist sturzgefährdet, räumt sein Zimmer um und es knallt. Und ihr sitzt einfach auf TikTok und streamt? Na, das ist für mich ganz komisch. Was haben die überhaupt auf TikTok zu sehen? Ich verstehe das nicht. Das sind einfach irgendwelche so Rentner, Digga, die sitzen da so und streamen auf TikTok einfach. Oha, okay.
permanent. Gäste, als wäre es eine Kneipe. Er sitzt da ernsthaft in einem Seelenfrieden, in einem TikTok-Livestream, während nebenan im Zimmer ein Patient auf seine Birne fallen kann, sich den kompletten Kopf zermatschen kann. Aber egal, hat ja eh schon hier einen Tumor. Kann ja nicht mehr so viel passieren. Es ist wirklich schwer, sich zu kontrollieren. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Mama sagt, dumm ist der, der Dummes tut. Und einige von euch werden jetzt wieder schreiben, naja, Kevin, wir wissen ja nicht, was nach diesem Clip passiert ist. Vielleicht sind sie aufgestanden, hingegangen. Nee, ich kann es euch beweisen, denn die Streamerin hat noch Folgendes, wie ich finde, sehr Erschreckendes hinzugefügt. Da kommen Geräusche aus dem Zimmer, das lenkt mich ehrlich ab. Ich weiß nicht. Also, hey, dann geh doch hin und guck doch nach, what the fuck? Geräusche im Nebenzimmer, die dich beim Livestream stören. Das ist irgendwie jetzt nicht so die geilste Begründung, muss ich zugeben. Und seid mir nicht böse, dass das heutige Video vielleicht ein bisschen emotionaler ist, aber die Streamer sind so dreist und droppen noch folgende Aussagen, wirklich. Was man eben nicht in der Ausbildung lernt, ist halt Empathie. Die muss man haben. Ja, es könnte noch viel mehr Pflegekräfte für uns geben. Man muss halt nur ein bisschen menschlich und empathisch sein. Menschlichkeit und Empathie? TikTok ist so eine geisteskranke Plattform. Real Talk, ey, muss ich eigentlich mal loswerden. TikTok ist so eine komische Plattform. Da gibt es einfach Leute, die überlegen halt auch nicht, ne? Die posten einfach irgendwas. Und es ist ja klar, okay, ich verstehe auch Ragebait und so weiter und so fort, machen auch viele, aber da, was ist denn das Ziel dahinter? Ihr könnt mir nicht sagen, dass das Aufklärungsarbeit ist. Ihr sitzt da im Stream, Digga, um halt ein bisschen ihre Zeit totzuschlagen und ein bisschen Geld nebenbei noch zu verdienen. 100 Pro, du kannst mir nicht sagen, dass die auf TikTok aufklären wollen. Hä? Was ist denn das? Also das wäre mir bei euch jetzt nicht sofort in den Sinn gekommen. Und das Statement der Pflegedienstleitung in diesem Livestream ist einfach nur ein Hohn. Danke, Izzy, dass du da unterstützend wirkst, weil Datenschutzprobleme haben wir hier tatsächlich auch keine. Datenschutzprobleme habt ihr sicher keine? Bist du dir wirklich sicher? Mal im Ernst, wie blöd bist du eigentlich? Ganz arg dolle. Nee, außer dass bei euch in Frankfurt im Hospiz ein 46 Jahre alter Ex-Profisportler mit einem Hirntumor liegt, der nie in seinem Leben geraucht hat und vermutlich die nächsten Tage sterben wird. Aber sonst, ganz ehrlich, sonst weiß ich wirklich nicht viel. Und im Verlauf des Streams war es üblicherweise wie immer in meinen Exposed-Videos. Und vor allem, wenn die ja schon in dem Stream sowas gesagt haben, dann haben die bestimmt, also ich will jetzt nicht davon ausgehen, dass die in anderen Streams gesagt haben, ja, der und der heißt so und so, aber dass sie wahrscheinlich auch das genauso auch bei anderen Menschen gemacht haben, kann man ja davon ausgeben. Im Chat äußerten immer mehr Zuschauer, dass dieses Verhalten der Streamer gar nicht geht, was sie wiederum wie folgt kommentierten. Bekommt ihr keinen Ärger, wenn ihr während der Arbeit live geht? Nein, Lana, weil die Geschäftsführung weiß das, die Pflegedienstleitung weiß das, Hospizleitung weiß das, die stellvertretende Pflegedienstleitung bin ich selber, ich weiß das auch. Komisch finde ich auch, dass die Streamerin trotz der so großartigen Aufklärungsarbeit uns nicht sagen wollen, wo sie arbeiten. Darf ich fragen, wo euer Hospiz ist? Kann man bei euch Praktikas machen? Ich bin Physiotherapeutin. Unser Hospiz ist in Frankfurt am Main. Haben Sie jetzt eh gehört? Keine Sorge, Leute, inzwischen weiß ich, wo das Hospiz in Frankfurt steht und habe dem Arbeitgeber auch schon eine E-Mail geschrieben. Ja. Zum aktuellen Zeitpunkt bin ich also an der Sache dran, kann aber aufgrund von einigen Dingen noch nicht viel mehr dazu sagen. Das hat zum aktuellen Zeitpunkt halt wirklich taktische Gründe. Aber eins kann ich euch traurigerweise jetzt schon mal versprechen. Die Streamerinnen haben von diesen Streams nicht nur einen abgehalten. Und ich hab's alles aufgezeichnet. Es wird also so schnell wie möglich ein Update-Video geben, wo ich euch über die anderen Streams informiere und mal schaue, ob der Arbeitgeber mir überhaupt geantwortet hat. Bis jetzt hat er das ehrlicherweise noch nicht getan. Ja, was sagt ihr zu dem Fall? Schreibt's mir... Am Ende ist es gar nicht abgeklärt. Weißt du, am Ende ist es so, ja, ich bin hier die stellvertretende Hospizleitung. Das war's. Ja, ich klär das.